Der Applaus schien nicht enden zu wollen. Mit stehenden Ovationen haben die Mitglieder des MTV JEFA bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend Eckhard Kohls gewürdigt. Er hatte bereits angekündigt, dass er nach 38 Jahren im Vorstand, davon 30 Jahre als Vorsitzender, nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen wird. Auch Gerd Frerichs trat nach 24 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr an. Der ehemalige Vorsitzende Edo Albers hat einen Rückblick auf die ehrenamtliche Arbeit von Kohls und Frerichs gegeben. Zudem wurden bei der Jahreshauptversammlung wieder langjährige Mitglieder geehrt.